Kann ich von einer Altersteilrente mit Abschlag später in eine Altersteilrente ohne Abschlag wechseln? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Also ich habe eine ganz interessante Anfrage reinbekommen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Worum geht es, sehr geehrte Damen und Herren? Mich interessiert folgende Frage. Ja, schon mal nicht schlecht. Ich konnte dazu bisher nirgends eine Antwort finden. Ist es möglich, die Rente für langjährig Versicherte, das ist also die mit 35 Jahren Wartezeit, zunächst als Teilrente, zum Beispiel 50%, zu erhalten und dann später mit Erreichen der Voraussetzung für die Rente, für Altersrente für besonders langjährig Versicherte? Also das ist die Altersrente mit den 45 Jahren Wartezeit, die restlichen 50% als abschlagsfreie Teilrente zu beziehen. Ich befürchte allerdings, dass immer nur eine Frührentenform mit der Regelaltersrente kombiniert werden kann. Meine Damen und Herren, die Antwort findet sich wie immer ins Gesetz und ich zeige Ihnen das jetzt mal, wo das steht und ob das wirklich funktioniert, wie die Dame sich das vielleicht erhofft. Ich sage nicht vorstellt, sondern erhofft. Schauen wir einfach mal hier in das Gesetz. Und zwar gehe ich jetzt mal in das Sozialgesetzbuch Nr. 6. Das finden Sie, wenn Sie hier Gesetze im Internet eingeben, in Google finden Sie das. Dann gehen Sie bitte hier drauf und dann gucken wir uns mal den Paragraphen 34 SGB 6 an. Und der Paragraph 34 ist im Zusammenhang mit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten neu gefasst worden. Und zwar haben wir hier den Paragraph 34, Voraussetzung für einen Rentenanspruch. Und da steht im Absatz 2, gucken Sie bitte mal hin, Absatz 2, nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten des Bezugs einer solchen Rente ist der Wechsel ausgeschlossen in eine andere Rente wegen Alters. Jetzt könnte man natürlich sagen, da steht ja gar nicht Teilrente wegen Alters da. Also kann ich jetzt doch von der einen Teilrente, die jetzt für mich schlechter ist, da kriege ich dann auf die 50%, meinetwegen 12% Abschlag, dann später in 3 Jahren, wenn ich die 45 Jahre Wartezeit erreicht habe, in die günstigere Altersteilrente wechseln? Nein, das geht nicht. Denn das Gesetz erfasst sowohl den Wechsel einer Altersvollrente in eine andere Altersvollrente oder eine Altersteilrente in eine andere Altersteilrente eben nicht. Es gibt das sogenannte Wechselverbot. Und das sagt der Paragraph 34 Absatz 2. Das heißt also, unsere Kundin wird hier Pech haben. Die kann also nicht aus der Altersteilrente mit Abschlag, dann später einmal in die Altersteilrente ohne Abschlag wechseln. Und es gibt, das bitte auch nicht zu vergessen, es gibt keine Kombination zwischen einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte und dann später mal einer Regelaltersrente. Das geht nicht. Es bleibt, wenn Sie einmal eine Altersrente bezogen haben und dieser Bescheid bestandskräftig ist und Sie noch keine Rentenleistung und Sie Rentenleistung bekommen haben, können Sie nicht mehr wechseln. Das heißt also, Sie können dann auch nicht von der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die ja keinen Abschlag hat, dann später einmal in eine Regelaltersrente wechseln. Das geht nicht. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, ein Blick in das Gesetz hilft uns immer wieder ein bisschen weiter. Frage ist beantwortet. Ich hoffe, Sie kommen damit klar, was ich hier gesagt habe. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.